Moin Moin, herzlich ich alle und willkommen zu genau richtig FIFA Let's Play FIFA 17. Heute wieder mit Hansen. Ja, was haben wir da als letztes gemacht? Ich glaube, wir haben jetzt die Jahreswende drum, ne? Irgendwie sowas. Nein, doch nicht. 4. November. Jahreswende? Nein, so weit bist du noch gar nicht. Wahrscheinlich wegen hier, wegen Verletzungen. Ah, okay, 11. Entschuldigung. Ich hab's irgendwie. Also, heute spielen wir gegen Salkeberg. Wir spielen zu Hause mit Heimdress, ne? Ja, wir lassen sie mal im Heimdress laufen. Schneit das schon? Echt? Tatsächlich? Ja, okay, dann schneit das schon. Im November Schnee in Dänemark. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal war, dass es mal in Dänemark dann geschneit hat. Ups, ups, nein, nein, nein. Wann es als letztes geschneit hat, im Dezember. Im November in Dänemark. Weiß ich gar nicht. Jo. Und kurz. Ja, deutet sich wieder darauf hin, dass ich das nicht so kann, aber hey, komm. Schade, dass es auch immer die gleichen Sachen sind. Würde halt auch mal gerne andere Sachen machen. Wahrscheinlich, weil das Spiel selber wissen will, so von wegen, ja, eigentlich kannst du es ja gar nicht. Eigentlich kannst du es ja überhaupt nicht. Aber hey, das macht nichts. FIFA Dreams of 1 mitgemacht haben, sage und schreibe 14. So, und damit willkommen aus, ja, Isbjerg und willkommen aus Schneeland, Isbjerg. Ja, mal gucken, wie das dann das erste Schneespiel sein wird. In diesem Let's Play, ja. In echt haben wir ja auch jetzt theoretisch Winter. Theoretisch. Wir sind dabei im Vierter, wir spielen gegen den 14. Also es sollte eigentlich heute gelingen, uns ja, 3 Punkte zu holen und damit wieder dann nach oben hin aufzuschließen. Das Ziel ist es ja, international zu spielen. Also der aktuelle Platz reicht dafür. Und heißt Platz halten. Theoretisch heißt es Platz halten. Wir sind immer noch die beste Abwehr der Liga. Darauf können wir immer noch stolz sein. Und das ist ja auch ein Abschluss eigentlich unser Ziel, dass hier unsere Nummer 16 heute nichts zu tun kriegt. Also Nummer 16 braucht heute nichts machen. Die Aufstellung sieht so wie folgt aus. Wir sind immer noch die Nummer 44, falls der ein oder andere Quereinsteiger dabei sein sollte. Kippt, ja. Ne? Es kann immer mal wieder sein, dass es einen Quereinsteiger gibt. Wenn ja, hi. Ja, das ist der Kanal von immer und 615. Relativ einfach. Hier werden wir relativ viel Fußball spielen und das haben wir schon in den letzten Jahren getan. Und ja, gucken wir einfach mal, wie das denn jetzt noch die nächsten Jahre wird. Eines ist auf jeden Fall klar: Wir werden nicht nur Fußball spielen. Es gibt immer noch ein Parallel-Nebenprojekt in der Regel. Und dieses Parallel-Nebenprojekt ist kein Fußball. In der Hinsicht aktuell ist es Mario Sonic bei den Olympischen Spielen Rio 2016. Was dann bis zur Winterpause läuft. Ich mache hier eine Winterpause dieses Jahr. Aber es sind, glaube ich, irgendwie nur 2 Wochen. Also macht euch da keine Sorgen. Dann geht es wieder am 1.1. los mit dem Immo-Turnier. Das hatten wir ja auch noch vorbereitet. Das ist auch soweit. Ich will mal vorspoilern. Die Vorrunde ist soweit vorkommentiert. Das heißt also, Vorrundenspiele müsstet ihr alle rechtzeitig online gestellt kriegen. Und dann die K.O.-Spiele erhöht. Da kommen wir mal weiter. So. Und los geht die wilde Fahrt hier in Blau gegen das gegnerische Team in Rot. Ja, das Turnier, das Immo-Turnier, hätte man auch theoretisch online machen können. Ja, wenn meine Abonnenten aktiver wären. Also aktiver im Sinne von aktiver. Ich habe ja sehr viele inaktive Abonnenten und die Batterie ist leer. Super. Das ist super. Weißt du, du spielst und die Batterie ist leer. Hier auf diesem Kanal, falls der ein oder andere Quereinsteiger jetzt doch dabei sein sollte, das ist normal. Das ist ganz normal, dass es hier völlig unprofessionell ist. Das sieht man auch an den Thumbnails, die Ewigkeiten brauchen, dass sie überhaupt da sind. Das ist aber auch vollkommen richtig. Der LP Mario Party, der meine Thumbnails macht. Ewig mit ihm befreundet. Ja, der studiert momentan. Deswegen kommt auf seinem Kanal überhaupt nichts mehr. Und ja, der hat eben einfach sehr, sehr wenig Zeit. Und ja, wenn er mal Zeit hat, dann macht er sie.
für das alte Projekt für FIFA 16 ist ja auch noch nicht mal alles komplett, aber hey, komm. Nurgard kriegt den. Und es gibt Eckball. So. Wir geben ihm die Möglichkeit hier nach vorne. Okay. Will er nicht? Weil in der Regel ist das ja so. So, wichtige lange. Oh, ach, so lange Bälle. Okay. Ja, schade. Jetzt kriegen wir erstmal hier wieder ewig viel Sachen. Nur wegen einem tollen Pass. So, erstmal safe spielen, weil das bringt dir nichts, wenn du jetzt nach vorne spielst. So. Hier ist auch niemand frei. Zurückspielen. So, guck mal. Jetzt, das ist ein guter Pass. Das ist ein wichtiger Pass. Und ja, da steht er direkt in der Mitte. Da kannst du nichts machen. Weißt du, da war so ein schöner... Da hättest du so schön drauf schießen können. Und dann sowas. So, Konterchance für Sækberg. Warum wir in Dänemark spielen? Das mag vielleicht auch deine andere Fragen wegen, warum spielst du in Dänemark? Normalerweise spielt man doch in England oder in Deutschland oder in irgendwo anders, wo man halt auch mal die Teams kennt. Ja, das ist richtig. Aber die Sache ist einfach die, ich hatte überlegt, na, was könnte man am ehesten als Liga anfangen? Weil wir machen ja die PlayStation 4 Version, wahrscheinlich noch ein paar FIFAs noch weiter, vielleicht noch 18, 19 und wir müssen ja auch unsere Hansen-Karriere anfangen und ja, da habe ich mich gleich mal entschieden dafür für die dänische Liga, dafür, dass Hansen ein Däne ist und ja, ehrlich gesagt, die Überlegung war ja auch die wegen, toll, ja, weißt du, guter Zweikampf, schlechter Zweikampf, oh! ist ein Däne, ich hatte am Anfang vielleicht überlegt, dass Hansen vielleicht kein Däne ist, sondern ein Schwede. Aber die schwedische Liga ist wirklich, ehrlich gesagt, ziemlich langweilig. Da hast du mit der dänischen Liga schon mal deutlich attraktivere Mannschaften, wie zum Beispiel den FC Kopenhagen. So, den kriegt er nicht rein. Das macht nichts. Deutlich attraktivere Gegner. Und durch die Attraktivität sind vielleicht auch welche, die sagen so von wegen, hey, ne? Dazu haben wir auch noch die Möglichkeit, theoretisch gesehen, wenn wir in Dänemark bleiben wollen, auch noch zu einem Top-Team zu wechseln, den FC Kopenhagen. Und bleiben trotzdem in der Heimat, nicht so wie die, nicht so wie damals bei Ryan Jellyfish, wo wir dann nach England gegangen sind, weil das auch realistisch ist, theoretisch, dadurch, dass eben ein Spieler aus Australien für Furore sorgt. Ja, das ist der Ryan Jellyfish ist der Pro-Spieler für die PlayStation 3. Nein, ihr könnt nicht Ryan Jellyfish spielen. Ihr könnt ihn aber selbst erstellen. Ich hatte den bei dem Spielermodus damals. So. Das ist ein ganz klares Foul. Ja. Der Schiedsrichter gibt gelb. Trainer beschwert sich so von wegen, hättest du den Ball laufen lassen können? Ja. Na gut. Also, ja, theoretisch schon. Praktisch gesehen, ganz ehrlich, der muss mir nicht in die Hacken treten. Ja, das ist selber schuld. Das ist selber schuld. Wollte ihn eigentlich so ein bisschen absichern und dann gegebenenfalls entweder nach links oder nach rechts spielen. Ja, jetzt hier nicht überfordern spielen, ne? Ja, genau das meinte ich. Nicht überfordern spielen. Möglichkeit, Pfosten. Weißt du, dann statt, dass er ihn einfach weit wegschlägt, nein, in die Nähe und nein, da sind sie allesamt völlig überfordert, die Verteidiger. Das ist nicht gut. Das geht in die falsche Richtung. Dafür, dass wir hier wirklich schon Chancen hatten und auch die, ja, nicht wirklich genutzt haben, trotz alledem. So, gut gemacht. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Genau, wo wir den dann, ja, hinspielen. So.
Okay, dann macht er gut. Ja, dann, jetzt kann er ihn schlecht anspielen und das ist zu weit. Ja, das ist zu weit, da kommt er nicht ran. Aber unser Spieler ist trotzdem dabei. So, und jetzt kann er... Ja! Wenn er der Ball dann nicht verhungert, dann kann er den da auch gut spielen. Wenn! So, Zweikampfverhalten, ja. Ja, die überlaufen sich förmlich. Also dementsprechend, das ist jetzt hier das erste Jahr. Und dementsprechend spielen wir halt in der Heimat und versuchen uns dann hochzuspielen Richtung Europa League, Richtung Champions League. Mit Ryan Jellyfish sind wir theoretisch als erstes in Australien begonnen. Bei FIFA 15 sind wir mit Jellyfish in Australien begonnen. Bei Wellington Phoenix. Und sind dann zu Newcastle gewechselt. Da Newcastle Interesse hatte an uns und gesagt hat, hey komm, kannst du in die Premier League gehen. Und in der Premier League, ja, haben wir nach 2 Jahren, im ersten Jahr haben wir die Europa League geschafft und im zweiten Jahr sind wir englischer Meister geworden. Ja, und jetzt ist eben dann der Wechsel zur PlayStation 4. Das heißt, wir haben zwar Ryan Jellyfish immer noch dabei, aber den haben wir dieses Mal beim Trainermodus. Ich habe den Spieler vorher erstellt, bevor theoretisch die Spielermodus angefangen hat. Oh, oh, schön. Das war jetzt schlecht. Der war richtig genial geworden. Komm, bevor wir den angefangen haben. Ja, deswegen habe ich den Pass nicht angefordert. So, jetzt aber. Warum? Warum machst du das? So, jetzt rüberspielen oder solo? Ja, ich habe gesagt extra rüberspielen oder solo. Aber die hören das ja nicht. Ihr hört das. Ihr hört das? Also ihr habt den Ton ausgestellt. Dann nicht. Also das ist eine andere Geschichte. Aber da war auch eine Überlegung, war ein Future in diesen Kanal reinzubringen. Ich habe mich aber doch dagegen entschieden. Das Future des Mono-Kommentars. Mhm. Mono-Kommentar, ich habe irgendwie das Gefühl, dass es auf kurz oder langfristig eventuell sogar interessante Sache hier wird bei YouTube. Irgendwie habe ich das im Gefühl. Mono-Kommentar ist theoretisch, wenn ihr Kopfhörer benutzt und auf einer Seite mich theoretisch hört, auf der anderen Seite mich nicht hört. Ja, das heißt also, ihr könnt entweder das Spiel genießen oder mit mir das Spiel genießen. Das ist bestimmt eine ganz tolle Idee. Eine ganz tolle Idee. Ja, gut. Aber ich glaube, auf Dauer könnte das bei Kopfhörern so sein, dass ihr auf der einen Seite, ja, keine Ahnung, Langeweile habt. Auf der anderen Seite meine Wenigkeit. Und das ist ja viel zu weit vorgelegt. Da war es doch viel zu weit. Da war es doch viel zu weit. 0-0 gegen den 14. Das ist nicht gut. Ich glaube, in Dänemark spielt noch nur 14. Das heißt, der letzte ist das. Ja. Aber so ist das eben. Wenn die Gegner, wenn die Mitspieler nicht so ganz mithelfen. So, da greifen wir jetzt auch nicht an. Gut, machen wir es doch. So, aber die laufen jetzt auch nach vorne. Ah, da war ich doch extra mitgelaufen. So, die machen wahrscheinlich jetzt den großen Schritt. Alle mal nach vorne heißt die Devise. Und ich muss hier laufen bis zum Gehen mehr. Ja, den Ball haben wir verloren. Aber wir kriegen die wenigstens wieder. Es ist ja nicht so, dass wir... Ja, genau. Dass wir hoffnungslos verloren sind. So, eine 7-7. Ja, lass ihn wieder zurückspielen. Genau, du läufst dich frei. Sehr schön. So, und den können die dann immer nicht da so schön vor und verarbeiten. Großes Problem des Teams. Ein ganz großes Problem. Ja, schade. Ein Einwurf.
für den Gegner, weil wir ihn berührt haben. Wechsel an unserer Seite. Doppelwechsel, natürlich. Wir sind kurz vor Ende des Spiels. Obwohl, naja, so kurz vor Ende des Spiels ist es auch nicht. Es sind noch 17 Minuten zu spielen. Und Doppelwechsel bei uns. Auf der anderen Seite wird einmal gewechselt. Ja, es muss aber was passieren. Es muss was passieren. Wenn nicht durch unsere Hand, dann durch die Hand von unserem Stürmern. Ich hoffe nicht auch nicht per Hand spielen. Das wäre ja natürlich ganz bitter. Aber ich glaube, wir haben auch noch keine wirkliche Chance gehabt. Ne? Also unser Gegner hatte zwischenzeitlich mal immer wieder Chancen. So, allesamt mit Mütze. Schön, weil es kalt ist, weil es schneit. Ja. Mal schauen, wann denn der erste Fußballspieltag in der Bundesliga mit Schnee sein wird. Ob es überhaupt einen dieses Jahr gibt. Wo es in ganz Deutschland schneit. Nicht nur in, weiß ich nicht, Sachsen, Bayern, Baden-Württemberg. Ne? Das sind so die Klassiker, die drei Bundesländer, die immer mal wieder gerne Schnee haben. Ja, eigentlich. Also, da wollen wir mal jetzt ganz kleinlich sein. Theoretisch müsste er den eigentlich gut annehmen, aber macht er nicht. Macht er nicht, weil er keine Lust hat. Er macht es nicht, weil er keine Lust hat. Ach je. Können wir schon vorstellen. Ein Kommentar, so ein Hater-Kommentar. Ja, aber du doch auch nicht. Also, das würdest du besser spielen. Ja, gut. Also, ich habe schon Bock auf das Spiel. So, das Stadion ist aber nicht voll, das sieht man mal wieder. Dass unser Spiel nicht das Top-Spiel ist, aber andersrum, das macht. Schade, dass das nicht irgendwie durchgedacht wird. Schade, dass das nicht durchgesagt wird. Wo sind wir eigentlich jetzt gerade? Ich sehe uns wieder nicht. Da. Ja, Leute, greift den an! Die spielen jetzt auf Zeit, Leute, das wisst ihr. Wir sind Tabellenvierter, der Gegner ist auf Platz 14. Die sind mit einem Punkt voll und ganz zufrieden. Ah, erste Chance. Siehst du wohl, sogar, so bitte, bitte. So bitte, bitte, die geht das ganze Spiel. Und einer muss dann sitzen. Ja, der war ein bisschen zu weit nach links, den geschossen. Also, wäre noch ein bisschen weiter rechts gegangen, wäre eventuell in den Pfosten gegangen und da hätten wir einen Schuss breiter gestanden. Aber so. So, klar, die wollen hier dieses Unentschieden halten. Damit hätten sie einen Punkt. So, ich kann jetzt nicht wieder nach vorne. Siehst du wohl. Jetzt die Konterchance. Wenn er jetzt trifft, dann ist es ganz scheiße. Und das ist es Gott sei Dank nicht. Eieieiei. 5 Minuten noch. Also da steht er extrem frei vom Tor. Und dann macht er, also darum sind sie eben unten in der Tabelle. Weil die eben so welche Chancen nicht machen. Ja, kann er einfach nur so. Da kann er einfach nicht mehr weiter. Also. So. Ja, den müssen wir anders spielen. Den können wir nicht jetzt hier einfach so querfeld ein. Ja, das geht auch nicht. Doch, geht. Okay. So, Möglichkeit. Und das sieht er als faul an. Wieso um Himmels Willen sieht er das als faul an? Sehen wir die Szene nochmal? Nein, wir sehen natürlich den Schuss nochmal. Die Szene, pff, ach, die Szene ist doch Mist. Aber der Schuss ist wichtig. Naja. Ach, Mann. So. 2 Minuten Nachspielzeit angezeigt. Hier unten gesehen. Und jetzt die Chance hier. Das wäre bitter, wenn sie jetzt hier noch die Führung erzielen. Es gibt Eckball, glaube ich. Nein, gibt kein Eckball. Aga hat den da ein bisschen, ja gut, ein bisschen unpräzise aufgeschossen. Aber ich würde mal sagen, das war's. 0:0. Ja, das hätte besser laufen können, müssen, sollen. Das war's dann wahrscheinlich wieder mit Platz 4. Ja, das war's. 0:0. Das war heute mal wieder gar nichts.
Aber andersrum, es lag ein bisschen auch einfach daran, dass die Stürmer nicht wirklich irgendwas gemacht haben. Wir haben eine relativ gute Note aus meiner Sicht. Gegen ein Team, was unten steht in der Tabelle, muss man eigentlich gewinnen. So, holen sie einen Punkt. Wir verlieren eigentlich theoretisch zwei. Aber so ist das eben. Wir haben eine Passquote von 75%. Also ganz ehrlich, das ist, ja, das ist gar nicht mal so schlecht. Aber ich denke mal, wir sind auch nicht Spieler des Tages zwingend. Der Endspieler des Tages ist auf der anderen Seite mit der 7-8. Aber, ja, Jürgensen hat eine bessere Note als wir. Ist okay. Ist okay, ja. 0-0 muss man durch. Da muss man durch, der Lurch muss durch, der Lurch muss durch, der Lurch muss durch. So. So, jetzt haben wir wieder dieses klassische, dass wir Trainings machen können. Ich glaube, nationaltechnisch, da sind wir ja gar nicht dabei. Ja, das heißt, wir spielen als nächstes am 19. wieder. In der Tabelle sind wir weiterhin auf Platz 4. Liegt aber daran, dass die anderen wahrscheinlich noch nicht gespielt haben. Doch, haben sie. Wir sind auf Platz 4. Ist okay. Kann man mit leben? Obwohl, okay, unser Ziel ist Platz 3, ne? Nicht Platz 4, Platz 3. Weil Platz 3 berechtigt dich noch zur Europa League. Okay, müssen wir noch ein bisschen besser sein. So. Für alle Neulinge, jetzt kommt theoretisch nur noch das Training von mir. Ich lasse es immer drinnen, damit ihr seht, dass es, damit ihr es seht. Also theoretisch, es kommt nichts mehr. Also verabschiede ich mich meinerseits an alle, die jetzt sagen, so von wegen, ich will Spiele gucken. Das war's hier. Alle anderen, die jetzt sagen, theoretisch, ja, kommst du Let's Play, ja. Na, dann seid ihr immer noch richtig. So. Was kommt hier noch? Freistöße, ne? Ja, typisch. Training beginnen. Simulieren, warum ich diese Dinger nicht simuliere, ist relativ einfach. Das hat man mir am Anfang erzählt. Simulieren ist scheiße in der Hinsicht. Klar geht das Let's Play schneller, klar geht das schneller, klar geht das schneller. Aber die Entwicklung geht langsamer. Dadurch, dass der manchmal auch nur C-Rang kriegt. Und wir theoretisch mit sowas auch A-Rang kriegen könnten. Und deswegen sollten wir das eh immer selbstständig machen. Ja. Guck mal, B-Rang. Siehst du wohl. Das hätte der vielleicht nicht hingekriegt, ne? Das hätte er vielleicht nicht hingekriegt. Vielleicht auch nicht. Aber mich interessiert das echt, dass wir, wie wir am Ende der Saison dann abschneiden. Also wenn wir jetzt schon so schnell relativ gut sind. Also wir haben jetzt einen Marktwert von, ja, ein Marktwert plus gehabt. Was war das denn jetzt? Ja. Marktwert plus von irgendwie 100% oder so. Doch. So. Genau. Und dann auf Höhe. Und dann vorspielen. Und dann zack. Und dann zack. Und dann Bonuspunkte kassieren und Aachen. Das hätte er auch nicht hingekriegt. Hätte er nicht. So, Chancenerarbeitung. Ja, das ist so eine Sache für sich, ne? Also, das theoretisch müssen wir am meisten üben. Ja. Weil das ist ein Abschluss das Wichtigste. Eben wie man sich Chancen erarbeitet. Ja, den hat er umgegrätscht. Dit hat er umgegrätscht, gell. Ja. Lief auch schon mal besser. So, in den freien Raum. Und ja, dann gegen die Laufrichtung. Pass, Pass, Pfosten. Ja.
Aber dafür ist dieses Training ja da, dass du da halt ein bisschen so übst, so ein bisschen diese Situation, ja. Da wären schon längst neue dazugekommen. Ja, ich weiß. Okay, der ist nicht da hinten. Schuss. Dingste. Wieder runter. Wieder hoch und. Boah! Das nennt man Pech. Das habt ihr bestimmt auch schon mal erlebt im Spiel. Weißt du, beim Training, so, ganz ehrlich, sowas passiert im Training, weißt du? Tagtäglich. Aber. Das nennt man Pech. Wenn das euch im Spiel mal selbst passiert, das nennt man deutliches Pech. So, zack. Und der geht nicht rein. Ah. Zweiter Versuch. Nein. So, ja. Spiele ich wieder frei. Genau. Nach oben. So, und. Ah, schade. Aber trotzdem A-Rang. Egal wie, weißt du, wenn du A-Rang hast, dann hast du A-Rang. Wenn du B-Rang hast, dann ist das natürlich schlecht. Aber wenn du A-Rang hast, ne? Ja, Zweikampfverhalten ist eben enorm wichtig. Auch für uns, weil wir jetzt Mittelfeldmann hier agieren. Deswegen müssen wir sowas wie Zweikampfverhalten eben tagtäglich trainieren. Ja, außer der macht hier so ein Kinderlitzchen, weißt du? Weil der so ein Kinderlitzchen so. Nein, 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 nein. Ich weiß gar nicht, ob das im normalen Spielverlauf auch. Na, wohl, dann kannst du theoretisch noch einen zweiten Spieler holen, wenn das der Fall ist. Na, wenn sowas der Fall sein sollte, dann kannst du immer noch einen zweiten Spieler holen. So, warum jetzt die Freistöße urplötzlich nicht mehr funktionieren, ist auch interessant. Ja. Das machen wir, glaube ich, gleich nochmal, außer wir kriegen jetzt noch irgendwie den D-Rang. Ja, es ist zu. Ja, das ist das, was ich oft da meinte. So von wegen, ja gut, also irgendwie. Ich hab den Runden. Ja, ist okay. Ist okay, ist okay. Na, wir sollten uns nicht zu sehr beschweren, weil irgendwann wird sich das Spiel wehren und das tut es jetzt. Weil ich mich ja schon so oft beschwert habe über die Freistöße, dass die theoretisch hier so easy peasy sind. Ne? Und dann passiert genau das, dass es das natürlich mal wieder nicht easy peasy ist. Weil er immer drüber schießt. Weißt du, das spart alles spart. So, jetzt mache ich es langsam. Siehst du, geht immer noch nicht. Ich habe keine Ahnung, aber irgendwie. Ja, ist das heute nicht so meins. Komm, dann machen wir mal halt heute F-Rang. Das ist eben so. Irgendwie Freistöße heute will er nicht. Heute will er einfach nicht die Freistöße schießen. Ja, heute will er ihn nicht. Heute will er ihn nicht. Heute will er ihn einfach nicht. So, wir haben den 70er-Rang erreicht. Sehr schön. Das macht uns natürlich deutlich interessanter gegenüber anderen Teams. Team der Woche sind wir. Sehr schön. Perfekt, Tomato. So, dann machen wir jetzt mal das, was ich ja gemeint hatte. Vorige Trainingseinheiten laden. So, und jetzt machen wir mal alles simulieren. Ich sag alles. Genau das habe ich gemeint. Ne? Da waren wir besser. Da hatten wir keine F-Rang. Schaut euch an. Wir waren deutlich besser. Wir waren eigentlich deutlich besser. FFCBF. Ja, da waren wir besser. Da waren wir deutlich besser. Ja, 152%, 172% Marktgewinn haben wir gekriegt. Und genau deswegen spiele ich eben diese Sachen und nicht simulieren. So, wir sind, ja, dadurch, dass wir, achso, ich wollte schon sagen, stehen wir nicht in der Startelf. Wäre komisch, weil wir ja eigentlich relativ gut dabei sind.
in der Karriere. Wir sind jetzt fünfmal im Team der Woche gelandet, weil wir eben gut sind. Das ist eben der Punkt, weil wir gut sind. Es ist der Einzige, der, glaube ich, besser ist im Ranking, müsste Jürgensen sein. Das können wir ja mal gleich gucken. Nur Jürgensen müsste besser sein, so sieht's auch aus. Jürgensen ist besser als wir, aber der Rest, gut. Ja, also, wir stehen ganz klar im Team. Alles andere wäre auch idiotisch. Weil, ich weiß gar nicht, wir haben eine Durchschnittsnote von 7,6. 7,6, ne? Also, wir sind der Notenbeste der Mannschaft. Und damit verabschiede ich mich meinerseits. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Wenn ihr mögt, schaltet ein. Wenn nicht, dann nicht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.